Herzlich willkommen zu der Pressekonferenz vor der WSFC 6. Wir haben hier unsere drei Titelkämpfe. Der erste Titelkampf findet im Bantamweight statt. Der erste Kämpfer wäre Kenji Bortoluzzi gegen Piotr Wroblewski. Dann haben wir den Titelkampf im Featherweight. Das wäre Gabriel Szabo gegen Damian Zorzowski. Und Main Event wäre Katarina Zadura gegen Irena Kyselova. Man muss das mentale Training halt wirklich wie ein körperliches Training ansehen, wie das Ringen, wie das Boxen, wie das Nogi Jiu-Jitsu und regelmäßig daran arbeiten. Und ich habe mich auch von viel unnötigem Ballast. Wichtig ist, dass man sich auf das konzentriert, dass es halt ja, den Kampf an sich und nicht nur vom Titel träumt, sondern auch halt die Arbeit dazu leistet für ja, die Vorbereitung und so weiter und so fort. Und der Titel ist dann einfach noch das Pünktchen auf dem I. Sozusagen, ja. Befreit, jawohl. Und konnte deshalb so den Kampf, Kopf frei bekommen für jetzt diese neue Challenge eigentlich. Bardzo dobrze, walka jak każda inna, trzeba ją wygrać. Er fühlt sehr gut, er will diesen Kampf einfach gewinnen. Widzę to, żeby dobrze zawalczyć i wygrać tę walkę. Er hat gesagt, er will einfach gut kämpfen, gute Show geben und will diesen Kampf gewinnen. Ja, der Sieg auf meiner Seite, egal wie, ob Submission, TKO, KO oder natürlich über Punkte. Ich nehme alles, ich will einfach den Sieg morgen. Ja, grundsätzlich habe ich sehr viel an meiner mentalen Gesundheit gearbeitet und am Ringen. Also ich gehe auch davon aus, dass das jeder Kämpfer hier gemacht hat und, das, und auch ich habe meine Hausaufgaben zu Hause gemacht. Walka kończy się w stójce, chyba że będzie tak teraz. Das manchmal ist so, wenn zwei gute Ringer sind, dann dieser Kampf fertig ist in Stand. Er will gewinnen und nimmt mit Gürtel nach Polen. Some health problem, but you know it. That's not really problem to go to doctor and get a paper, yeah. It's a strange situation the second time, and it's again 1 week before. It was crazy time, that's for sure. When your opponent changed, it sucks. That's really unprofessional that Stephanie bailed her our fight 1 week before. So I don't want to hear her name ever again. That's unrespectful for me and my coaches. I am grateful that she took her the fight, first of all, but you know, she's very experienced, so she should know how to make wave. And she's doing her job, but I think she should did this a little bit earlier. You know, I did my job, so she need to show me that she's professional, as professional as I think she is. I'm taking this belt to Poland.